Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Monster Projekt. Wie man hier schön sieht, nachkommentiert von mir persönlich. Also ist es ja auch was, warum ich hier meine Kopfhörer drin habe und warum ich hier mit meinen schönen Kopfhörern. Ich schieb mich mal hier rüber, da muss ich nicht so weit rüber schauen. Mit meinen schönen Kopfhörern so spiel. Das ist ein Mysterium. Allerdings, nochmal kurz zur Information. Dies hier ist ein 30-Minuten-Part, wie man da oben sieht. Da ist nämlich ein schöner Timer, der doppelt so schnell abläuft, wie eigentlich normalerweise. Und ich habe mir gedacht, machst du mal nicht eine große Timelapse-Folge, weil sich das von der Zeit her nicht so ganz ausging, weil ich zu viel aufgenommen habe. Sondern eine kleine. So, hier sieht man schön, wie ich aus meinen Essenzen, aus meinem frisch aufgestellten Magical Crops Feld schön Glowstone, Kohle und Redstone und Eisen und sowas alles mache. Also wirklich unendlich Ressourcen, wenn man es richtig macht. Was ich anscheinend noch nicht ganz so richtig gemacht habe, weil wie man dann gleich sehen wird, ist da unten in der Zeit nichts drinnen, außer ein einziges Dings und es ist mehr abgeerntet worden. Von dem her läuft das nicht so ganz gut. Also habe ich da irgendwie Kacke gebaut mit meinem neuen, mit meinem kleinen Feld, dass ich da unten jetzt mit meinem Auffangsystem sozusagen, wo ich einen 3 Obsidian Pipes hingestellt habe, zum Probieren, dass ich da alles auffange. Und jetzt bin ich gerade dabei, eine kleine, meine Canola-Farm oder meine Dings, meine, wie heißt's? Lubricant-Farm ein bisschen zu, ein bisschen zu verbessern, ein bisschen zu vergrößern. Ich habe da allerdings noch nicht ganz so genug Grinder. Allerdings, es ist besser mehr als zu wenig Canola-Seeds zu haben, besser sie ploppen raus, als der Grinder läuft einmal nicht durch. So, dann könnte ich eigentlich den Cobblestone hier abernten, aus dem Grund, dass da der Sprenkler auch noch hinkommt. Ich weiß nicht, ob das was macht, allerdings brauche ich jetzt noch ein bisschen Beleuchtung. So, jetzt mal gucken, hier ist alles fertig gemacht, dann nehme ich da am besten mal alles raus. Vorher nehme ich natürlich noch. Vorher gehe ich nochmal runter zu meinem Extractor und gehe den mal schön pflegen. Essen habe ich nichts mit, wie es ausschaut. Nö, dann halt nicht. Dann halt kein Essen für mich. Kann man ja auch nichts machen. So, hier drüben, Lubricant, habe ich da noch 4 Liter drinnen gehabt. Jetzt habe ich 20, das auch sehr gut ist. Was auch sehr gut ist, habe ich meinen. Natürlich habe ich den mit. So, noch einmal schön pflegen. Hier das Ganze könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Tue ich aber nicht. Okay, warum bin ich so schlau? Der Ofen rennt oben dann einfach nicht mit. Ist okay. Dann halt nicht. Ne, passiert. So, einfach mal schnell nach oben. Es geht zum Glück in der Timelapse sehr schnell. So, hier runter. Da könnte ich eigentlich das wieder hinsetzen. Natürlich mache ich das auch. Und der Grinder läuft eigentlich und ich kann jetzt nichts mehr machen. Irgendwie mag mich der Server nicht. Disconnect. Gut. Passiert. Passiert, dass man irgendwie nicht mehr was machen kann. Allerdings bleibe ich jetzt stehen, da ich das hier schneiden wollte. Wie dem auch sei, hier falle ich mal. Ich falle einfach. Gut. Der Server will irgendwie nicht. Von dem her habe ich dann an diesem Tag das aufgegeben. Ich kann auch nichts mehr hier umswitchen. Da kann ich noch was machen. Schlagen kann ich auch noch. Aber sonst nichts. Und normalerweise würde ich auf dieser Höhe sterben. So, neuer Tag, neues Glück. Ich kann meine Canola-Seeds hier reinfeuern. Das Ganze hier rausnehmen und rüberbringen. Und dann schön ordnen. Hier ist das Ganze in der Zwischenzeit weitergelaufen. So, hier rein. Die kann ich rüber eigentlich zu den Dingern machen. Würde ich sagen, also zu den zu den, wie heißt's? Ja, genau die Dinger halt. Du weißt, was ich meine. So, nochmal angenehm hinsetzen. Gut, nun werde ich anscheinend entweder ein bisschen was sortieren oder bei Magical Crops weitermachen. Ich nehme aber an, ich mache bei Magical Crops weiter. Und irgendwie habe ich da viele Kohle-Seeds. Hm, woran liegt das denn wohl? Hm, und hier ist nichts nach einem Tag. Hm, also funktioniert mein Auffangsystem nicht richtig. Hm, oder
Wir haben einfach eine Kohle-Sie-Duplikat-Trillation. Und egal wie viele Stacks ich da raushol, auch wenn ich alles raushol, in 10 Minuten ist wieder alles voll. Ich habe da, glaube ich, nur 10 Kohle-Seeds oder so reingemacht und irgendwie wird da nichts aufgefangen. Ja, denke ich mir mal nichts Böses dabei und denke mal, ich mache die Goldpipes einfach zu Cobblestone-Pipes. Damit hat es ja mal funktioniert. Tja, falsch gedacht. Funktioniert nicht so. Aber da hat man noch eine schöne Szene dann später, wo ich das dann richtig verstehe eigentlich, dass ich das nicht duplizieren sollte, dass das eigentlich ein Bug ist. Und jetzt, schlau wie ich bin, mache ich mir erstmal was zu essen. So. Die Kohle-Seeds wachsen da schön vor sich hin. Da habe ich mal so 5 Stacks oder sowas aus 20 vielleicht, was ich mir mal gemacht habe. Oder 15 oder so. Gut, Kisten. Kisten brauche ich auf jeden Fall. Ich muss mir mal irgendwie so einen Server erstellen, wo ich dann schön alles reinschmeiße, dass ich nicht irgendwie immer alle Kisten durchsuchen muss. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze machen werde, wie ich das machen kann. Und es wird noch schlimmer hier in dieser Timelapse, weil ich hier einfach so viele Sachen mache. Und so viel alles gleichzeitig und einfach richtig arg. So, hier mal ein bisschen Dings. Gut, was wir auf jeden Fall noch gebrauchen könnten, sind Diamanten und Essence Dust auf jeden Fall. Von dem her pflegen wir mal alle meine Farmen und sowas alles. Da, wie war der Spruch? Ich wollte gerade irgendeinen Spruch sagen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall erweitere ich jetzt mal kurz diese Buschfarm hier. Natürlich Aluminium nehme ich mit, warum auch nicht. Denn wenn ich diese erweitere, dann ist sie mehr effizienter und das ist toll. Effizienter ist super. So, Gold natürlich auch hin. Gold kann man immer gebrauchen. So, da mal kurz AFK gewesen, ist ja auch toll. Toll, toll. So. Und das sieht, da fängt es schon an, dass ich Sachen suche. Das suche ich jetzt nämlich, was suche ich? Sticks, genau, weil ich mir eine Spitzhacke machen wollte. Denn ich brauche auf jeden Fall Sachen, beziehungsweise Diamanten, beziehungsweise ich gehe vorher nochmal pennen. You can only sleep at night. Gut, dann farm ich halt ein bisschen. Ist ja auch nicht so wild, kann ich ja mal machen, ne? Kann man mal machen. Du weißt. So, aber dann kann ich hoffentlich schlafen und dann geht's auch schon zu meiner kleinen Erkundungstour. Brote noch schnell schnappen, einen Schläfchen machen. Und dann geht's ab nach drüben. Meine Kohle-Seeds vermehren sich noch immer super, was ich noch immer nicht gecheckt habe. Ich voll, naja, schlauer Mensch, würde ich mal sagen. So, da runter. Und dann mal ein bisschen farmen. Mein Ziel ist es jetzt, ein paar Diamanten zu holen. Warum ich das machen wollte, ist mir jetzt gerade relativ rätselhaft. Allerdings, warte, für was war das? Stimmt. Für einen Diamantpipe. Denn mit einer Diamantpipe kann ich das Feld viel besser betreiben, dann muss ich nicht dieses komische Auffangsystem da unten machen. Da kann ich das einfach splitten, die Essenzen und sowas alles via Diamantpipe raus, naja, filtern und die Erze, also die Seeds zurück leiten zum Planter, was ich ohne Diamantseed einfach Diamantpipe einfach nicht so gut hinbekomme. Und ich hoffe, man kann jetzt auch noch gut was erkennen, denn da war es ziemlich dunkel und ich habe, naja, 12 Fackeln mit. Da kommt man nicht so weit. Auf jeden Fall, meine Hoffnung stirbt jetzt schon langsam. Also jetzt bald, dass ich da Diamanten finde. Nach diesem Gang, nehme ich an. Und dann muss ich mir halt irgendwie eine andere Möglichkeit überlegen, an Diamanten zu kommen. Was eigentlich durch Magical Crops sehr einfach ist. Also wirklich. Da ich jetzt so viele Kohle-Seeds habe, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass sich das so vermehrt. Keine Ahnung. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Kann ich mir unendlich Kohle machen, ne? Könnte ich eigentlich auch mit wenigen Kohle. Es wird halt nur ein bisschen länger dauern.
So, und durch diese Kohle, da man, wenn man Kohlenstoff verpresst und komprimiert über Jahrmillionen oder halt einfach nur sehr arg verdichtet halt, entsteht dadurch Diamant. Und dieses System mache ich mir hier gut zu nutzen, denn es geht hier, also es funktioniert wirklich sicher, so Diamant herzustellen, wo ich in diesem Gang dann drauf komme und dann einfach abhau. Ja, also du weißt. Und das finde ich richtig cool, denn Magical Crops ist einfach sowas, man hat einfach unendlich Kohle dran, wenn man mal angefangen hat. Und ich finde es richtig gut, dass ich hier so viele Sense Dust finde. Das verringert meine Zeit, bis ich Diamant Seeds habe, glaube ich, so auf, ja, einen Tag weniger, sage ich jetzt mal. Ist trotzdem super, wenn ich jetzt hier bin, nebenbei meine Farm arbeitet, meine Spitzhacke fast zerbricht und ich hier einfach nochmal Essence Dust finde. So, jetzt schaue ich mal, kann ich irgendwie aus einer Diamantspitzhacke was anderes zurückcraften? Die Essence-Dings, dafür brauche ich aber viel. Und die ist dann aber auch unkaputtbar. Aber ich glaube, da mache ich mir Bedrock-Zeugs, bevor ich das mache. Und jetzt schaue ich mal, Diamant, aus was kann man das machen? Diamant-Shard. Diamant-Shard bekommt man aus Bienen, was ich noch nicht irgendwie machen will. Dann kann man mit Lapis, mit Mimichite und sowas alles die verdoppeln. Das kann man mit Smelten, Nether-Dingsbums, Mazeraten, da bekommt man 5. Und hier Coal Chunk. Die Coal Chunk macht man aus Compressed Coal und Obsidian. Und die Compressed Coal macht man aus Coal Dust. Naja, Coal Dust zusammen mit Flint, dass man dann nochmal compressed. Coal Dust ist einfach eben Maserator Kohle. Was ich alles zur Verfügung habe. Ich meine, Kompressor muss ich mir noch bauen, aber durch diese Zusammensetzung habe ich dann einfach Diamant. Und ich habe dadurch, dass ich unendlich Kohle habe, unendlich Diamant. Und das ist richtig genial. Ich meine, man braucht 8 mal 8 ist. Man braucht 64 Kohle für einen Diamant. Allerdings, wenn ich mir jetzt hier einfach mal anschaue, dass ich da dann Kohle finde ohne Ende, man findet nämlich Kohle ohne Ende und Diamanten so gut wie nie, dann ist es schon super. Da liegt jetzt ein Viertel der Diamant oder so einfach. Und das war Alex. Kann man sehen an seinem geraden Gang mit dem Hammer. Nur da weiß ich noch nicht, dass ich 64 Kohle für einen Diamant brauche. Von dem her lasse ich ein bisschen Kohle da auch liegen und nehme einfach nur die wichtigen Erze mit und schaue einfach mal. Ja, wie das Ganze sich hier entwickelt. Gut, ich würde mal sagen, ich schaue trotzdem noch mal kurz zu Alex rüber, also zu seinem Höhlensystem, und schaue, was für Erze er da liegen gelassen hat, nämlich alles einfach. Und ich bin ja so einer, wenn ich mich nicht auskenne mit irgendwas, nehme ich es einfach mit. Ist mir dann relativ egal, ich nehme es dann einfach mit. Genauso wie Farmcraft und sowas, alles will ich noch machen, deswegen die Shards. Kadi, keine Ahnung, Ferrus braucht man bei Industrial Craft? Oder wie heißt dieses Co. Ne, das ist nicht Industrial Craft. Wie heißt dieser Mod? Oder diese Mod, wo man den Induction Smelter und Redstone Flux und sowas alles hat? Nein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall den Mod, bei dem braucht man Ferrus. Und das ist dann auch relativ gut. Hier, keine Ahnung, wofür dieses rote Ding ist. Ist zwar relativ selten, deswegen nehme ich es mit. Hat eine schöne Farbe. Und hier Kohle. Nehme ich natürlich auch nicht fertig mit. Was ich auf jeden Fall tonnenweise, aber Milliarden Tonnen brauche, sind Eisen. Und dieses Essence Dust, also das ist richtig cool, dieses Gebilde hier. Und zwar Eisen, ne? Rotary Craft. Du weißt, Rotary Craft verschlingt einfach Tonnen an Eisen. Und wie heißt dieses Ding? Industrial Craft verschlingt auch ziemlich viel Eisen. Von dem her, Eisen ist wirklich sowas, was man 1000 Milliarden % braucht. Von dem her werde ich dann, wenn ich meinen Dia-Seed habe, also einen Dia-Seed will ich machen, mir ein paar Eisen-Seeds machen als nächstes. Dann muss ich auch nicht mehr hier irgendwie auf Erkundungstour gehen. Dann muss ich dann nur ein paar Kisten anschließen an mein Farming-System, vielleicht noch so ein Farming-System machen, wer weiß. Oder es einfach ein bisschen upgraden, kann ich ja mal gucken.
So. Und die Folge ist vorbei. Hätte ich nicht gerechnet. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Anschauen. Ihr seht hier gerade ein Standbild. Das ist Folgenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.